Willkommen zu einer weiteren paramilitärischen Folge Predator Hunting Grounds mit einem paramilitärischen Melkmann, der mit Echsenschwärmer versucht, seine Jugend zu retten. Kreis! Ja, man muss das in seine tägliche Tagescreme einfach integrieren. Ich versuche es nicht, Sinn. Das ist Fakt. Es ergibt keinen Sinn. Das ist Fakt. Ich werde, wer melkt den Eidex? Bin ich ewig jugendlich. Ja, es gibt ewig Menschen, die melken Schlangen. Ich bin davon zurückgeblieben vielleicht, aber doch nicht... Und da musst du erstmal finden, wo merkt man die Schlange an welchem Ende? Ja, gell? Wo saugt man denn da? Wie funktioniert das denn? Ja, und da ich einfach jahrelang Expertise habe im Melken verschiedenster Lebewesen, hat man mich einfach direkt konsultiert und gesagt, sie sind Fachmelker vom Fach und ja, aber guck mal, also jetzt mal ganz im Ernst, also du wunderst dich, dass du A, keine Werbung hast oder B, auch irgendwie zu nichts irgendwie eingeladen wirst. Du bist so ein unseriöser Mensch. Na ja, gut. Ja, im Internet bist du bekannt als der verschrobene Melker. Dafür erfreue ich mich halt großer privater Unterstützung, ja, und genau so finanziert sich alles. Also die WHO finanziert sich. Du meinst also hier Bill Gates unterstützt deine Melkmachenschaften. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will mich gesund ernähren, dann ja, weil er viel Geld in gesunde Ernährung steckt. Und du willst mir sagen, dass handgemolkenes Echsen-Ejakulat gesund ist. Krank macht's auf jeden Fall nicht, also. Ich weiß nicht, also ist wenn das ich der faktische Beweis? Guck mal, du bist doch jemand, der auseinanderfällt. Vielleicht ist das der Grund. Weißt du, irgendwann werden die mal deine Leiche autopsieren und werden sagen, oh, ja, die Todesursache ist schwer zu definieren, aber wir haben literweise Sperma in seinem Magen gefunden von verschiedenen Lebewesen. Ja? Gesunder Prickelmix. Das ist der Prickelmix, den trinke ich jeden Morgen. Und das unterstützt Bill Gates, also damit sind die Akte wieder geschlossen. Weil trinkst du morgens Pickelmix, hast du abends Pickelmix, weißt du? Das ist gut gegen Pickel und andere Sachen. Alter, ist die Grafik irgendwie schlechter geworden? Nee, die ist besser geworden. Echt? Das sieht irgendwie ganz merkwürdig aus bei mir. Das ist, glaube ich, die haben wieder so ein, wir überarbeiten das Ganze mal schnell. Oh, er knattert. Ich höre ihn schon. Hier ist Salz. Jede Menge Salz. Nicht salzen, mein Freund. Aber ich will mich salzen lassen. Wow! Wow, wo? Wo, Mr. Stickhole? Wo? Was ist das für ein Ding? Da drüben! Ihr solltet zusammen und in Bewegung bleiben. Ich mach den Leppi. Wir haben eine Mission zu erledigen. Ich mach die Mission. Sehr gut, ich hab den Salty Run gemacht. Den hol mir jetzt ein bisschen Schmuni. Aber die Verbindung ist unsicher. Ihr solltet mit Gesellschaft rechnen. Irgendwie finde ich die Breduzer, die spielen auch anders in letzter Zeit. Oh, da hinten irgendwo, Wow, he's shooting at me. Ja, now he's shooting at me. Da, hinter dem Baum. Da, hinterm Haus, da ist er im Haus. Was? Er ist da drin und schlitzt ein. Er schlitzt ein. Ey, ich hab eine Granate geworfen. Lebt er noch? Wo ist er? Ja, ich hab ihn gut eingeschenkt, ich hol den anderen Dude. Hoffen wir mal, dass sie euch nicht finden. Gut, dass du rechtzeitig hier warst. Wow. Ich hier nicht hängen. Wow. Ich mach hier einen auf Ben Stiller. Okay, es geht hier nicht weiter. Ja, Ben Stiller macht doch immer so Geräusche. Wo sind die? Und Ben Stiller schnipst sehr viel mit den Fingern. Ja. Wir müssen hier oben rein. Ja, Achtung, er kickelt. Er macht einen Kreuzkickler. Ein bengalisches Kreuzkickeln ist das. Wo denn? Direkt hier oben irgendwo. Da irgendwo ist er. Ich glaube, habe ich was huschen sehen. Glaube ich zumindest. Dateien entschlüsselt und heruntergeladen. Ich zieh mal den Stick raus. Ja, zieh mal am Stickel. Stick ist weg. Da ist viel mehr, als wir dachten. Bei der Datengröße brauchen wir eine Setcom, um alles hochzuladen. An den folgenden Koordinaten befindet sich eine mobile Kommandozentrale von Stargazer. Er ist immer noch hier da oben. Ja, es ist schief. Hier, hier. Ja, da rennt er. Hab ihn markiert. So. He's marked. Da er springt hier rüber. Hör auf zu heulen und verarzte dich. Wow. Hey, Mr. Stiller. Alter, wo denn? Zigzag so. Hier drüben. Ich weiß nicht. Am Villa Bajo. Am Villa Bajo. Achtung, da vorne. Ah, ich hab ihn einmal getroffen. Er ist immer noch da hinter dem... Naja, ist irgendwo hinter dem Traco am Bajo.
Nee, da oben ist er jetzt, da. Ey, wie schnell ist der denn? Oder gibt's zwei von denen? Ja, anscheinend. Er ist immer noch da. Ich bin der Meinung, wir sollten mischen. Mission Control, oder? Ja, ja, lieber mischen. Get to the mission. Now! Get to the mission now. It's the icing of the mission. Wo sind die alle? Ich weiß es nicht. Wie die manchmal so kriechen. Dieser Schlammslide, ne? Ja, ja. Der Mudslide. Patentiert. Mudslide, okay. An der Seite des Fahrzeugs. Hier, da müssen wir was ranschieben. Hier, zack. Stecker rein, Spender sein. Negativ, Voodoo 1. Euer Signal wird blockiert. Spürt den Transmitter auf und macht ihn unschädlich, bevor ihr mit der Übertragung beginnt. Bumm. Headshot. Muss den Mann-Zwitter aufsuchen. Achso, ne, das müssen wir kaputt machen. Ja, einfach. Ich glaube, das waren alle. Ab jetzt rum, Mann-Zwitter. Leute. Keine Anfängerfehler mehr. Einer noch hier drüben. So. Ne, da ist unten irgendwo noch einer. What? Scheiße. Okay, er ist hier direkt vor mir. Rum? Was? Startet den Abflug. Geblockt. Oh. Boah, Explosion. Wo ist er? Er ist irgendwie da Richtung Haus gegangen. Alarm. Oh no. Terror. Lagerlarm, Lagerlarm. Wir haben keine Zeit zum Bluten. Lagerlama. Lagerlarm. Ey, der schießt, glaube ich, auf die Fässer, damit die explodieren. Der ist ganz schön gerissen. Der Schweinepriester. Was? Alter, wie viel halten die auf einmal aus? Wow, wow, wow. Mr. Stiller. Mach den Satellitenablenk. Hier, ist bei uns. Soldaten. Er hat gefressen. Böse abgeschlossen ist. Sonst war das alles für die Katze. Er ist weg. Hilft denn irgendjemand dem Dude? Ich hol. Aber ich werde hier stark beschossen. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Schulde dir was. Kratz mal nicht. Hier, Mr. Kratz mal nicht. Nehmt mal alle ein bisschen Muni. Das ist deutsche Qualitätsmunition. Aus China. Aua, wer schießt hier? Was ist mit dem? Okay, 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 okay. Die werden sich wundern. What? Irgendwas wird hier geschleudert. Dann müssen wir jetzt echt hier die ganze Zeit rumstehen. Anscheinend, ja. Anscheinend müssen wir hier eine ganze Weile rumstehen. Ey, wie lange dauert das denn? Der Upload dauert mega lang. Der dauert mega, hat ja auch gesagt, das ist eine Menge Sahne im Stick. Hat er gesagt. Eine Menge Sahne im Stick. Und wir haben, das ist einfach, WLAN ist na, hier in Guatemala ist das nicht so gut. Na, wahrscheinlich noch besser als... Naja, wahrscheinlich besser in Deutschland, natürlich. Gehst nach Ingelsbach, da ist das WLAN weg. Keine Ahnung, wo dieser Ort ist, aber... ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich habe einfach irgendeinen Ort genommen, der wahrscheinlich existieren könnte. Er ist hier gerade lang gelatscht. Ihr klingt so, als würde sich im Wasser irgendwie die Hoden kühlen für den nächsten Angriff. Ja, muss der auch immer. Ich gehe mal wieder hier näher ran, das Fahrzeug ist so groß, dass der immer aufhört. Da, er kommt zu dir! Was? Hab dich, alles easy, mein Freund. Magazinwechsel! Er hat ein bisschen 2XL geschmeckt. Heute. Hat er ein bisschen? Es hat ihm nicht gefallen. Er hatte ein wenig 2XL im Mund. Upload abgeschlossen. Schnappt euch den USB-Stick. Ich ziehe. Wenn Sie nicht wissen, was Stick kopiert wurde, dann denken Sie, dass alles kompromittiert wurde. Jetzt, hier, Extraktion, siehst du? Easy. Nochmal alle Schlammen, würde ich sagen. Alle ein bisschen was auf die Lippe schmieren. Bengalisch. Das ist eine gute Note, das ist ein guter Jahrgang. Frühschlamm. Oh, na, so ein Herbstschlamm, würde ich eher so sagen. Nicht der einzige Dutch? Ja. Die Dutch Days sind over. Nee, also ich spiele den, ich habe dafür 7 Euro ausgegeben, Leute. Ich habe die Knarre halt, die Dutch Knarre. Ah, hier ist halt Extraktion. Mega. Ja, was ist, will jemand hier noch optionalen Shit machen oder alle Dutchen jetzt?
Ja, ich denke mal, wenn wir jetzt eh hier sind. Like a Dutch. Das wird Aufmerksamkeit auf uns lenken. Also macht hier, damit euch die Puste nicht auf. Scheiß, klebt denn an den? Leuchtfackel gesichtet. Macht sie fertig. Snare the Flare. Share the Flare? Das ist was anderes. Das macht deine Mom immer. Die Fackel Seite. Rumreichen. Die Fackel rumreichen. Was macht der da hinten drin? Ach so. Okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Da hinten, ich hab ihn gesehen. Ich höre was gickeln. Und leicht jickeln. Da, er kommt da unten. Welcome in the shadows, man. Welcome in the shadows. Irgendwo hier. Gorilla im Gebiet. Gorilla im Gebiet? Hat er gerade gesagt, Gorilla im Gebiet? Da ist er. Er ist direkt vor mir. Der Flashbang ist raus. Ich hau sie da. Hey Leute, ich brauch Hilfe. Ey, ey, ey. Komm, er hat nichts mehr. Alle noch mal ein bisschen geben. Ja, nee, komm nicht. Mist. Bin ich weg. Ab, Leute. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nicht abhauen, Leute. Nicht abhauen. Okay, doch abhauen. Haut ab. Haut kann ab. Kann ihn nicht entschärfen. Ich steck fest in den Steinen. Oh, shit. Ja, der hängt da hinten zu komisch drin. Oh, ich bin weg. Oh, shit. Ich schaff's nicht mehr. Ich wollte ihn entschärfen. Ja, aber der hängt so komisch in den Steinen. Ah, merkwürdig. Doch, Alter, an der Grenze. Guck mal, da kommt noch Geier vorbeigeflogen. Wow. Hast du dich blondiert? Arnie mit blonden Strähnchen? Was? Blondie? Der blonde Arnie? Ja, ja, da ist Loch. Gut Loch gemacht, gut, gut. Ja, ja, ihr habt gut gemacht. War zwischen Kante, kann man nichts machen. Dachte, ich versuch's mal mit Entschärfung, aber ich kam nicht an sein Gerät. Also ich habe ganz viel Viacrium bekommen, die Währung hier drin. Viacrium? Ja, das ist das Mittel zum Erfolg. Das brauchst du, wenn du den Breduzer bezwingen willst. Aber ja, du bist der einzige Dutsch. Ja, wie gesagt, ne, also die 7 Euro, die lasse ich mir aber jetzt. War das nicht nur 6? Ich weiß nicht. Ich glaube, es waren nur 6. Ich bin ja schon mittlerweile Level 86, mein Freund. Und was für ein Level hast du? Boah, keine Ahnung, 50, 54. Krass, da hast du aber nochmal ein bisschen nachgelegt, ne? Die geheimen Undercover Sessions. Weiß ich nicht. Ja, ja, ein bisschen Undercover gespielt. Du gestern wieder, ja. Aber wo ich gestern... Ich habe das Spiel noch nie außerhalb dieses Let's Plays gespielt. Ist einfach ja, das wissen wir nicht. Das wissen ich weiß das doch. Es gibt keine Beweise. Ich weiß nicht, gibt's hier, kann man irgendwo die Spielzeit anzeigen lassen? Dann könnte man das ganz einfach gegenrechnen. Na, ich weiß ja nicht. Du könntest ja, auch doch. Irgendwie so... Das sind Zahlen, die nicht widerlegbar sind. Ja, vielleicht machst du so eine Art, ich spiele offline. Ja, offline nee. Und dann ja, gehe ich wieder genau. Online und dadurch umgehe ich diesen Counter, diesen Zähler. Ja, weil das Spiel ja nicht einfach die Zeit nimmt, wie es an ist. Das wissen wir nicht. Wir haben keinerlei Beweise. Nein, wir wissen das nicht. Der Beweis ist dort. In Zahlen wird er angezeigt. Wir wissen gar nichts. Wir sind alle unwissend. Es gibt Dinge, die man weiß. Dinge tun. So. Die Zahl 3 ist die Zahl 3. Da gibt es nichts dran zu ändern. Sie ist vielleicht die Zusammenkunft aus Zahl 1 und 2. Ja, aber trotzdem schon haben wir neue Zahl Parallelen entdeckt in der klassischen Theorie. Nein, das ist keine Theorie. Das ist ein Fakt, dass die 3 ist. Und es ist einfach ein Fakt. Aber hier so Freimaurer-Bolschewiken wie du anscheinend bist, weißt du, ja, das ändert ja nichts daran. Selbst wenn ich Jesus persönlich wäre, würde das Spiel trotzdem immer noch sagen, du hast 10 Stunden gespielt. Aber ich glaube, Jesus hätte die Macht, Dinge zu manipulieren. Es würde keinen Unterschied machen. Jesus könnte einen Unterschied machen. Doch, ich meine, wenn man in die Formel noch minus Jesus eingibt, dann glaube ich, kriegt 3 minus Jesus ist ja was völlig anderes. Oh nein, da reden Kinder irgendwie wieder. Bei mir nicht. Alles aus. Meine Mama ist nicht zu Hause und hat 3 Wochen ist sie im Urlaub. Und deswegen darf ich alles spielen, was ich will. Corona-Urlaub. Ja, der ist ja schon vorbei. Der ist der... In einigen Ländern ist der aber wieder da. Ja, okay. Hier sind wir gerade abgehauen. Warum landen wir jetzt wieder hier? Keine Ahnung, weil wir was vergessen haben. Begebt euch zu Wegpunkt Alpha und lokalisiert die letzte Treibstofflieferung.
Johnny hat sein Käse-Macaroni-Brötchen. Boah, ich nehme aber hier den, ich nehme hier den Sumpfschlamm, den guten. Er nimmt natürlich den wieder aus der Klärgrube. Du weißt schon, dass die Rebellen da alle ihren, ihren Shit-Eimer reinschütten. Ja, genau deswegen. Ne? Die lehren den da rein. Genau deswegen ist das ja der Gute. Also ich will nicht verwenden. Ja, nee, ich weiß nicht. Wie bei dem Vacation-Film da, weißt du, wo sie da in der Jauchegrube. Ah, ja, die Griswolds. Griswolds, oder? So heißt er doch. Ja, Vacation heißt der Film, glaube ich, oder nicht? Ja, aber die Familie. Ja, genau, Familie Griswold. Griswold. Ja. Das ist auch so voll geil. Was ist das, ein Ohr? Was? Sucht nach einem Ladungsverzeichnis oder etwas. Guck mal, ich hab eine Pfeilspitze gefunden. Können, ja. Die Tanks sind, die wir suchen. Du miese Stück Arsch. Weißt du, das ist auch so geil. Ja. Beleidige ihn doch mal, du miese Stück Arsch. Da war ein Loch in der Toilettenwand. Das ist ein Schwanzloch gewesen. Dad, was ist denn eigentlich ein Rimjob? Nun, das ist, wenn zwei Menschen sich ganz besonders gerne küssen und die Lippen dabei anspannen. Ja. So, und dein Vater geht jetzt mal ins Bett. Gib deinem Daddy noch einen gute Nacht-Rimjob. Und der Typ dann so, nope. Gute Nacht-Rimjob. Okay, ich gehe mal hier oben. Gib deinem alten Herrn noch einen gute Nacht-Rimjob und dann gehen wir ins Bett. Schwupp. So. Bingo, Volltreffer. Okay, what? Oh. In die Köken. Wir brauchen was mit Power, um die Außenwand zu durchbrechen. Was hat er gesagt? Wir brauchen Manpower? Hilfe! Leute, ich brauch echt mal Unterstützung. Wo ist er denn hingelaufen? Irgendwo da draußen. Helf mir! Gib mir Deckung, Mann. Wir konnten ihn nur sehr kurz sehen. Er heilt sich doch irgendwo oben auf dem Dach. Er ist oben auf dem Dach. Sicher? Ja. Ich höre doch die Spritze, die er sich reinjagt. Was ist denn nicht? Ja, aber ich höre das von woanders. Nein, da steht er doch! Er schießt doch auf ihn. Da ist er bei mir hier. Haben wir noch markiert? Ja, er war oben auf dem Dach. Das Schwein. Was rennt er davon? Schweinchen dick. Ey, Alter, was? Er ist noch hier! Er ist richtig aggressiv! Hey, und da zischt er einfach nach oben. Ich hol den Dude. Aber ach, der ist sehr überheblich. Jederzeit. Du meinst, der ist ziemlich arrogant, ne? Ja. Hält sich für was Geiles. Schon. Hält sich für was richtig Gutes. I'm gonna kill you. See you. Aber mit mir hat er nicht gerechnet, Alter. Ich hab dem so eingeschenkt schon. Ich hab schon 1000 Points. Haben wir jetzt den Sprengstoff gefunden? Hier, damit euch die Puste nicht ausgeht. All the here is Radio Gaga. Hä, welchen Sprengstoff suchen wir denn? Er ist schon wieder hier unten bei mir. Wer will's wissen? Unbekannter Feind mit Tarnkappe. Was? Alter, mit einem Pfeil. Feind verwendet Tarn. Bin schon dran, dich zu holen. Ich hoffe, ich krieg Deckung. Oh oh. Ja. Er steht hier draußen. Keine Ahnung, wo der hin ist. Wo müssen wir denn hin? Es ist verglitscht. Es ist verglitscht, weil hier eigentlich müssen wir hier irgendwo den Sprengstoff finden. Jetzt müssen wir aber durch die Gegend laufen. Ey, der Dude ist da oben. Ah, was? Ich war im Gebäude, der hat durch die Wand geschossen. Kreis, hol mich. Ich bin im Gebäude drin. Ja, warte. Schnell. Ich hab mich selbst geflasht. Das ist irgendwie verglitscht, weil... Sein Strahl war auch gerade irgendwie blau oder so, oder ganz komisch. Was gefälligst auf, ich blute. Wir haben eine Mission zu erledigen. Da ist er. Wir können die Mission eigentlich nur noch schaffen, indem wir ihn killen. Wir müssen den killen, ja. Wo ist er? Er ist oben auf dem Dach. Nee. Doch, ich habe irgendwas gehört. Der ist unsichtbar, wahrscheinlich auf dem Dach oben.
Ja, aber dann würde ich trotzdem ja flimmern sehen, oder nicht? Nee, mittlerweile... Ah, nee, ist den Stein da hoch. Ja, er ist da oben auf dem Berg hoch. Mittlerweile siehst du den nicht mehr. Du siehst ihn auch nicht mehr flimmern. Flimmern, flutschen, sagen die Profis dazu. Jetzt dürfte aber langsam... Hier. Es ist unsichtbar, na super. Dürfte aber auch langsam keine Heilung mehr haben, eigentlich. Er ist hier oben. Was? Lunge so schön rein. Hart kassiert, der hat richtig hart kassiert. Der Sprengstoff ist perfekt. Hä? Ladung Hä? Anbringen Hä? Und Timer einstellen. Okay, was? Jetzt haben wir den Sprengstoff gefunden. Da ist er am... Vorsicht, hier am Bagger. Ja. Ich sehe es. Gerade so. Er ist hier drüben. Da, wo der Sprengstoff hin soll. Sprengstoff sitzt. Schwein geflasht. Die Wachen werden wohl vermisst. Voodoo, feindliche Soldaten sind unterwegs. Alter, ich hab einfach mal 1500 Salz. Wo ist er denn? Da oben wieder. Hier, da oben. Ah ne, das ist ein Sniper. Wow! Der läuft doch hier unten wieder rum, oder? Rechnet mit Widerstand. Da hinten. Nee, das ist auch ein Dude. Und irgendwo aus der Ecke wurde gejickelt. Gejickelroid. BMP-Schläger markiert. Aua. Er ist irgendwo da oben. Da drüben. Es hat hier unten. Warte mal, ich spreng mal das Fass hier, weil das nutzt der immer gegen uns. Vorsicht. Mann, der Typ macht aber auch ganz schön Hackmack. Der ist nicht glücklich. Da, er ist wieder da oben. Ich habe die Quelle der Übertragung trianguliert. Übermittle die Koordinaten. Es wurde getriangled hier drüben. Geist, ist der weg, oder? Nein, ich bin konzentriert, weil hier Pfeile einschlagen. Geh zur Mission. Hier ist eine Waffe. Okay. Der Schwarzmarkthändler ist vor Ort. Mach ihn kalt! Lasst euch nicht triangeln. Nee, löst man nicht Alarm aus. Was ist mit dem? Was? Alter, wie schnell! Alarm ist deaktiviert. Shit ist Was? Der Predator ist down. Der Predator ist down. Oh, Selbstzerstörung aktiviert. Shit. War zu weit weg. Was mit den anderen? Na, einer ist tot. Wird da irgendwas die anderen gemacht? Laufen weg. Na, ich bin raus. Hier sicher. Oh, easy. Schieben wir noch ein bisschen Schlamm auf Lippö. Lippenschlamm. Ja, klar, jetzt haben wir noch ein bisschen eingeschludert. Hey, seit wann habe ich denn 3 Granaten eigentlich? Ach, easy. Ich dachte jetzt, nach so ein paar Tagen nicht gespielt, wäre es schwer, aber... Einmal Feuerteam, immer Feuerteam, ne? Natürlich habe ich natürlich noch auch die E-Salben. Und natürlich hast du auch diverse, nun sagen wir mal, Manipulationen am Spiel vorgenommen. Ja. Ich friere mal die Mission ein, damit ich mich auf die Predator-Jagd mehr konzentrieren kann. Ja. Ich glaube, er hat das gemacht, glaube ich. Meinst er du wirklich? So. Ein PlayStation-Spiel hat das gemacht? Ne, klar. Gerade da ist es noch einfacher. Ja, gerade da ist ja noch leichter. Da verfolgt es halt keiner, ne? Ja, das war's mal wieder. Predator Hunting Grounds. Kommt da eigentlich noch DLCs? Ja, nächsten Monat, ne? Gibt's irgendwie eine Roadmap. Da kommt was. Ja, es kommen noch Sachen. Es kommen noch Sachen. Es gibt die Roadmap. Ist noch nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bewertung rein. Dutschen und tschüss. Dutsch.